Schöne Grüße aus der Genusszone. Wir machen heute Flammkuchen. Dafür haben wir folgende Sachen. Wir haben hier Wasser, Milch, Mehl, Schalottenzwiebeln, Schmand, Salz, Speck und ein bisschen Öl. Als erstes machen wir den Teig. Dafür sieben wir unser Mehl in eine Schüssel. Dann kommt unser Wasser dazu. Und Öl. Jetzt verkneten wir das zu einem schönen Teig. Bei dem Teig müssen wir darauf achten, dass der einmal nicht mehr klebt und zum anderen, dass er nicht bröselig ist. Meiner ist jetzt ein bisschen bröselig. Darum müssen wir dann noch ein ganz klein wenig Wasser hinzufügen. Wenn der hinterher zu klebrig sein sollte, dann müssen wir noch ein bisschen Mehl hinzufügen. Der Teig ist jetzt genau richtig. Jetzt kann man den auch schon rausnehmen und noch einmal auf den Tisch ein bisschen durchkneten. Wenn er dann gut durchgeknetet ist, wickeln wir den in eine Frischhaltefolie und dann kommt er nochmal für etwa eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Für den Belag haben wir jetzt hier den Schmand. Da geben wir unsere Milch zu. Und dann verrühren wir das. Dann ist das Ganze ein bisschen flüssiger und dann können wir das hinterher leichter auf den Teig verteilen. Wenn wir dann alles kräftig verrührt haben, sodass beim Schmand keine kleinen Stückchen da mehr drin sind, geben wir noch ein bisschen Salz dazu. Und dann stellen wir das auch nochmal in den Kühlschrank, bis der Teig fertig geruht hat. So lange machen wir weiter mit den Schalotten. Die müssen als erstes geschält werden. Und die Schalotte schneiden wir jetzt in feine Ringe. So, jetzt müssen wir den Teig natürlich noch ausrollen. Dafür nehme ich hier erstmal die Hälfte vom Teig. Das drücke ich ein bisschen platt und dann rollen wir das aus. Das Backpapier hat zwei Vorteile. Zum einen brauchen wir kein Mehl auf der Arbeitsfläche, dadurch bleibt die sauber. Und zum anderen muss der Flammkuchen ja hinterher auf einem Blech und dann sehen wir genau, wie groß das Blech ist. Schön gleichmäßig ausrollen und so, dass er hinterher hauchdünn ist. So, der Teig ist jetzt wirklich hauchdünn ausgerollt und jetzt tun wir den auf einen Backblech und dann können wir den belegen. Bei dem Belag kann man natürlich variieren, wie bei einer Pizza oder so, aber wir machen das heute nochmal klassisch. Dafür gebe ich hier ein bisschen Schmand drauf und verteile den. Das Rezept reicht auch für zwei Flammkuchen. Das ist sehr gut, falls jemand irgendwie keine Zwiebel mag oder weniger Speck möchte. Dann kann man das gleich berücksichtigen, weil man sowieso zwei Stück macht.
man verteilt. Geben wir den Speck darüber. In diesem Fall Schinkenwürfel, kein Speck. Nebenbei habe ich den Ofen auch schon mal eingeschaltet, dass der auf 210 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt ist. Und die Zwiebel. So, jetzt geht das in den Backofen. Das braucht dann auch wirklich nicht lange, nur 10 bis 15 Minuten, bis der Rand schön knusprig braun ist. Jetzt nach 15 Minuten sieht das so aus. Ich schneide das jetzt noch in kleine Stücke und dann heißt es guten Appetit.